wunderschönen guten Abend, ihr lieben Meckerlein. Ich hoffe, es geht euch gut und ich denke gerade ein bisschen nach, bei mir rattert gerade der Kopf. Nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern ja, schon ein bisschen was. Die SD-Karte hat nicht richtig gespeichert die letzten zwei Tage. Das heißt, also ich habe immer versucht, ein bisschen die Videos vorzuproduzieren für die nächsten Tage, auch fürs Wochenende, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt. Aber das hat nicht ganz geklappt, denn die SD-Karte hat irgendwann einen Geist aufgegeben anscheinend. Und ja, egal. Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Das heißt, morgen am Donnerstag ist normalerweise ein Stream angesagt. Den gibt es leider nicht, da gibt es ein ganz normales Video. Da versuche ich dann auch entsprechend noch was Innovatives für euch zu filmen, damit das funktioniert. Warum das Ganze? Wir sind dabei, gerade den Shop umzuziehen und haben da halt versucht, mit einem Migrations-Plugin das Ganze aufzubauen. Und das Migrations-Plugin funktioniert halt nicht so super doll, wie wir es vorgestellt haben. Also ziehen wir jetzt alle Bestellungen, die bisher getätigt worden sind, entsprechend manuell in den neuen Shop rüber und versuchen das am Wochenende durchzuziehen, besser gesagt ab morgen, damit ihr quasi ab nächster Woche hoffentlich, wenn nichts dazwischen kommt, knock 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 on wood, im neuen Shop bestellen könnt. Von daher, seid bitte geduldig mit uns, bleibt uns trotzdem bitte gewogen. Was gibt es immerhin noch? Wenn ihr noch nicht dran teilgenommen habt, ich mache das mal kurz weiter. Es gibt immer noch das Inkraion-Gewinnspiel. Das heißt also, es gibt zweimal eine Rolle jeweils Inkraion-Filament zu gewinnen. Einmal das Performance-PLA, wie das hier jetzt, in Blau. Und einmal das Glas-Pen-PET in Clear Blue. Das ist auch eine ganz coole Farbe. Habe ich gestern im Stream, gestern im Video gezeigt. Und könnt ihr also gewinnen. Ihr müsst nur einfach unter das Video hier entsprechend kommentieren, warum ihr das Ganze wollt und was ihr damit drucken würdet. Und ihr müsst den Kanal abonnieren, sonst gibt's nichts. Genau. Ja, was hat sich seitdem getan in den letzten Videos? In dem Video gestern habe ich, also was ich gestern aufgezeichnet habe für heute, habe ich die Heizmatten auf die erstens auf die Druckplatte aufgeklebt. Also ist nicht wirklich wahnsinnig viel passiert. Ich muss nochmal jetzt entsprechend vor was montieren, nochmal die Bohrung machen für den Thermosensor, also für die Thermosicherung, damit die richtig funktioniert. Und im heutigen Video hatte ich diese Platte entsprechend, man sieht es ja so ein bisschen am Rand. Ich halte es mal so kurz ein bisschen in die Kamera in Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, wenn nicht, gibt es danach noch ein bisschen B-Roll. Habe ich hier oben am Rand diesen Samtstreifen aufgedrückt. Und das ist das Wirrwarr, was hier so entsprechend noch rumliegt. Das ist dieser Schaumstoff-Dichtungsstreifen, den mir ein Bekannter empfohlen hat. Den Link dazu packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Grund ist einfach der, wenn man es hier hinten dran hält, dann ist das schon ruhig, wenn es klappert. Oder beziehungsweise, weil es so schön ruhig ist, klappert es nicht mehr, weil es halt gedämmt ist. Und man hat nochmal so 1-2 mm Distanz mehr zu den Belts, die da hinten dran laufen. Ist auch eine schöne Sache, wenn man so mal so ein bisschen Abstand dazu hat und dann die Dinger nicht an dem schönen Aufdruck hier rumschleifen. Ist natürlich auch super. Ich habe das Ganze hier drauf aufgeklebt. Man kann es auch an den Rahmen machen, aber ich habe gesagt gehabt, ja komm, da kann ich die Kontur besser abfahren und man kann es wesentlich einfacher machen, wenn man es jetzt hier so vor sich liegen hat, als jetzt hier am Rahmen, wenn man so, ja, ist ein bisschen frickelig, muss nicht unbedingt sein, von daher passt es so. Genau. Den lege ich erstmal zur Seite, die Rückwand. Den Rückwand. Genau. Und dann, was haben wir noch gemacht? Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gedruckt. Das habe ich euch in dem Video heute zeigen wollen. Ist nichts Aufregendes. Zum einen erstmal ein Makerbot mit dem Performance PLA in Blau von Inkraya. Ich habe den gestern Abend draufgeschmissen, den Makerbot. Und so sieht er aus. Ich hoffe, ihr seht das. Wenn nicht, mache ich nochmal eine Nahaufnahme. Ist mit der gleichen Datei gedruckt wie das Azure Film PLA. Druckt sich echt erstklassig, muss ich sagen. Ich habe hier hinten so ein kleines bisschen das Phänomen wie beim Azure Film auch, wo ich vermute, dass das noch ein bisschen zu heiß ist, was ich drucke. Und da so eine kleine Art, naja, Blasenbildung ist oder so in Richtung, aber das ist jetzt nicht tragisch. Dann habe ich noch für einen Arbeitskollegen eine digitale Öllampe, wenn man es so nennen will, gedruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit einverstanden ist, dass ich das jetzt hier so ein Video zeige, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und zwar ist es eine LED-Lampe, die einer Öllampe nachempfunden ist. Das letzte Teil, was hier so dazwischen kommt, druckt gerade hinten auf dem Mini. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Ich habe versucht, um den Kopf zu drucken, aber es ist mit der Wölbung nicht so ganz toll.
Aber ist halt normal, weil das halt so eine Wölbung sieht immer scheiße aus, wenn man sie auf dem, ist es von unten nach oben druckt. Deswegen ist es jetzt so richtig schön als Kuppel gedruckt. Und dementsprechend fehlt hier noch so ein Teil dazwischen. Oben kommt dann so ein Stab, so rum, dann kommt hier oben so ein Stab raus quasi, wo dann das Licht quasi drin flackert. Und hier vorne hat man so ein Drehrädchen, mit dem man das Ganze an- und ausmachen kann. Ist nur ein Prototyp, aber ich muss sagen, das Surface Finishing, ich hoffe, ihr seht das so. Ich weiß es nicht genau, das ist jetzt die Oberseite, hat der Mini echt gut hinbekommen. Sieht echt erstklassig aus, gefällt mir richtig gut, kann sich also sehen lassen. Ja, das war das, was ich heute gemacht habe. Und wenn ich alles richtig mache, momentan druckt der i3, stimmt, die habe ich auch noch gedruckt. Das sind, da fehlt noch eins, genau, das sind diese Cable Chain das ist Aufhängung. Also die kommen dann so quasi hier oben an die Achse dran und dann ist da quasi die Cable Chain dran befestigt. Und so auch nochmal, damit das Ganze dann vor- und zurückfahren kann. Und die sind dafür da, dass dann die Cable Chain quasi hier dran kommt und dadurch die Kabel richtig geführt werden. Hier das Teil ist auch sowas in der Richtung, wo das Ganze dann verbunden wird. Wie genau, weiß ich noch nicht ganz genau. Bin ich auf jeden Fall gerade die letzten Teile am Drucken, beziehungsweise hier hinten diese große Chain. Ja, ich drucke die jetzt erstmal, weil ich jetzt gucken will, wie ich den soweit erstmal so schnell wie möglich fertig kriege. Es wird dann irgendwann nochmal ein Update geben, wo wir dann anfangen, die Cable Chains von Egos vielleicht einzubauen als, naja, Premium-Variante, wenn man so möchte. Und dann gucken wir uns das auch nochmal an. Genau. Der druckt soweit, das Ganze da hinten soweit fertig. Wie gesagt, die Druckbetten hatte ich gestern auch vorbereitet. Das hatte ich schon gefilmt, das zeige ich euch aber trotzdem nochmal gerne. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen müde. Die Woche war echt anstrengend bis jetzt. Morgen ist zum Glück Feiertag bei uns hier. So sehen die aus. Das heißt also, die passen echt gerade so drauf bei dem Zero. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Ich wüsste euch jetzt auch nicht, ob ich da jetzt nochmal eine Thermosicherung dran habe. Ich vermute mal eher nicht. Und hier beim 250er ist das hier soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht, aber ich glaube eher nicht. Hier oben kommt nochmal so eine kleine Bohrung hin, die muss ich nochmal setzen und noch ein Gewinde reinschneiden. Das mache ich jetzt auch morgen oder so in Richtung. Da könnt ihr dann live mit dabei sein. Beziehungsweise nachher und das kommt dann im Video morgen. Und dann sollte hier auch entsprechend die Thermosicherung Platz finden und dann kann man das Druckbett endlich verbauen, das Kabel hier unten durchfädeln, glaube ich, so war es. Und dann ist das Heizbett auch verbaut und man kann es endlich fest montieren und dann kann es weitergehen. Genau. Ihr seht, der Baron nähert sich Stück für Stück für Stück mühsam, aber allmählich dem Ende. Es sind jetzt nicht mehr viele Sachen, es ist wirklich nur noch die Kabel entsprechend den Kabelbaum reinziehen. Sobald die Kabelkette fertig gedruckt ist, kann ich das Kabel richtig abmessen, kann die Kabel crimpen und dann entsprechend verlegen. Und hier habe ich schon die ganze Elektronik mal soweit aufgebaut, schon mal eingerichtet. Aber was heißt eingerichtet? Das können wir auch nochmal in einem separaten Video machen, weil das ist nochmal so eine Geschichte für sich. Da muss eine Stromversorgung über das Netzteil dran. Das ist also nicht ganz einfach und nicht ganz trivial. Aber das kriegen wir auch noch hin und dann läuft der ganze Schlons. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, trotz dass es jetzt die ganze, ich klebe das drauf und ich mache hier die ganze Geschichte, die jetzt gefehlt hat. Es tut mir leid. Die Aufnahmen sind leider nicht auf der SD-Karte vorhanden gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das hat mich jetzt eben ein bisschen bedrückt, aber heute wird es besser, morgen wird es besser und beim nächsten Mal seid ihr mit live dabei. In diesem Sinne, abonniert bitte den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, auch wenn es euch nicht, vielleicht nicht ganz so doll gefallen hat, würde mich freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, happy printing!